Die Leipziger Band Karussell verbringt seit vielen Jahren ihre Sommer auf Usedom. Die Musiker machen dort Urlaub, geben zwischendurch Konzerte. Die Insel ist ihnen ans Herz gewachsen. Als sie dann Anfang des Jahres die Flutbilder sahen, ihr Lieblingskiosk weggespült, da war recht schnell klar, ein Benefizkonzert muss her. Die Steilküste in Zempin. Noch immer gezeichnet vom Sturmhochwasser im Januar. Ganz anders, als die Band Karussell es in Erinnerung hat. Auf der Bühne hatten wir das erste Konzert vor 5-6 Jahren ungefähr. Und es war sehr, sehr spät dann nach dem Konzert. Ja, richtig. Und dieser Kiosk hatte eigentlich schon geschlossen. Ja. Und wir waren ja auf Tournee, hatten alle noch mächtig Hunger. Und ich habe zu Dieter gesagt, geh mal in den Kiosk und bestell noch mal ein paar Bockwürste oder Bratwürste. Und da sagte er, wie viel? Und? 50. Und dann haben die Betreiber hier haben uns 50 Bockwürste gemacht. Nachts um 11 oder halb 12. Ja. Also sowas vergisst man ja nicht. Ne? Seit Jahrzehnten kennen die Musiker die Küste Usedoms. Open-Air-Konzerte im Sommer inklusive ein paar Tage Urlaub am Strand. Eine zweite Heimat. Man sieht, es ist ein richtiger Krater. Es ist richtig abgerissen. Wahnsinn. Wenn man unmittelbar so Beziehung hat zu dem Strand, zu der Freilichtbühne, zu den Menschen hier, dann ergreift einen das natürlich persönlich sofort und man überlegt, was kann man machen, wie kann man helfen. Also haben sie den Start ihrer Jubiläumstour zum 40. kurzerhand vorverlegt, um die Gemeinden von Zempin bis Ügeritz zu unterstützen mit ihren Hits. Als ich fortging, war die Küste still. War der Weg noch da? Kehr wieder um zum Reparieren, genau. Das machen wir. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf gehen direkt an die Seebäder. Ja, herzlich willkommen. Karussell für den Norden. Auch bei uns hat einst eine schwere Flut getobt und wir wissen, was das bedeutet. Außerdem wollen wir nicht, dass noch ein einziger Zentimeter hier abbricht oder weggespült wird von unserem geliebten Urlaubsland. Als ich vorging, war der Asphalt heiß. Kehr wieder. Rede aus um jeden Preis. Was sie weiß. Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein. Etwa 4.000 Euro sind bei diesem Benefizkonzert zusammengekommen. Das Geld wird zum Beispiel dabei helfen, die Treppe beim Rettungsturm zu verlängern oder neue Drähte an den Dünen zu ziehen.